Er ist gestorben, er war sehr krank. Dann war er 3 oder 4 Tage tot, er war noch nicht beerdigt. Und dann habe ich nachts geschlafen. Ich habe aber keine Schlaftabletten gebraucht. Ich habe einfach nur normal geschlafen. Und dann bin ich wach geworden. Das war 3 Uhr morgens. Ich habe nämlich zur Uhr geguckt. Und da war das irgendwie so komisch in mir. Und ich war auch irgendwie so ein bisschen schwach und ich fühlte mich nicht gut, aber es ist dann ja auch verständlich in dieser Situation. Und wie soll ich das jetzt beschreiben? Dann hatte ich das Gefühl, als ob da etwas aus mir rausgeht. Und zwar aus der Magengegend hatte ich ein Gefühl, als ob da so ein Sog war. Und dann wurde ich auch wieder ganz müde und dann war das so im Halbschlaf. Und dann habe ich gemerkt, dass da irgendwas aus mir rauskam. Ich weiß aber nicht mehr was. Und dann bin ich irgendwie, ich sage mal, der Körper ist eingeschlafen, aber die Seele war draußen. Aber ich bin mir sicher, dass ich es nicht geträumt habe. Ich befand mich dann plötzlich in einem Raum. Da war es sehr neblig. Ein weißer Nebel, ein klarer weißer Nebel. Und ich stand da und ich hatte mich selbst gefragt, was ist das denn hier? Wo bist du denn jetzt hier gelandet? Und vor mir tat sich eine Wand auf. Da konnte ich aber nicht durchgucken, sondern das war noch immer so ein bisschen neblig. Aber hinter diesem Nebel war ein helles Licht, ein goldgelbes Licht. Und dann kam plötzlich aus der rechten Ecke eine Person auf mich zu und ich habe das Gesicht nicht erkannt, weil das Gesicht war so wie die Sonne. Und ich habe meinen Sohn erkannt an der Stimme und an seinen Haaren. Und er war in weiß gekleidet und kam auf mich zu. Und ich sagte, sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich will mal gucken, was überhaupt los ist. Und dann sagt er zu mir, Mama, es ist alles in Ordnung. Und da habe ich gesagt, na, dann kann ich ja wieder gehen. Und das war's. Und werde ich jetzt morgens wach und da habe ich nur so gedacht, denk, was hast du für einen komischen Traum gehabt? Und es war mir aber halberlei klar, dass es kein Traum war. So, und das kann man jetzt vielleicht doch eventuell noch als Traum abtun. Aber das Gleiche ist mir passiert. Das war 1986. Da ist mein Schwager verstorben. Bei einem Unfall in der Schweiz. Und mein Schwager und ich, wir waren wie Brüder, wie Geschwister. Und ich war natürlich auch sehr traurig. Und dann bin ich mit dem Gedanken eingeschlafen des Abends, wo mag er jetzt wohl sein und jetzt ist er tot und dies und das und jenes und so. Und da habe ich geträumt. Ja, das heißt, wie soll ich das sagen? Bin mir sicher, es war kein Traum. Ich fand mich plötzlich auf Eisenbahnschienen und er war nämlich aus dem Zug gestürzt. So ist er damals ums Leben gekommen. Und ich fand mich dann auf diesen Schienen wieder und es war Nacht und es war Vollmond. Und dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich bemerkt, dass ich da draufstehe auf den Schienen und habe noch so zu mir selbst nur so gedacht, Mensch, du musst da runter, wenn gleich ein Zug kommt. Und dann bin ich dann da runter und dann war da so eine kleine Wiese und dann war da so ein kleiner See. Und der Vollmond schien in so einem Kegel, schien der praktisch also über den See. Und dann habe ich nur so gedacht, wie schön und so. Ich denke, ach, du willst ja jetzt zu Carlo gehen. Und als ich diesen Gedanken hatte, stand ich plötzlich vor einer kleinen Kapelle. Die war aus Bruchsteinen gebaut, mit einer großen runden Holztür. Und dann bin ich da rein. Und dann war, also in diesem Raum war es auch sehr hell erleuchtet, so ein warmes Licht. Und dann stand rechts, stand wie eine Bahre, also da lag wohl jemand drauf, aber der war nur mit einem weißen Tuch bedeckt. Und links stand noch jemand und dazwischen standen irgendwelche Lebensbäume, Kerzenständer. Und ich guckte, ich denke, ach, du musst links.
Und dann bin ich zu dieser Bahre hin und habe an dieser Bahre gestanden. Und dann schlug mein verstorbener Schwager das Laken zurück und setzte sich hin und sagte: Mensch, Conny, sagt er, schön, dass du hier. Ich sag: Carlo, was machst du denn hier? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns richtig unterhalten. Und ja, wir haben über seine Frau gesprochen, über meine Schwester. Die Ehe, die lief nicht so sehr besonders gut. Und so, und nach einer Zeit habe ich gesagt zu ihm: Ich sage, ich muss jetzt aber wieder gehen. Und dann meinte er zu mir: Bleib doch hier, hier ist es doch auch ganz schön. Und dann sagte ich zu ihm: Ich sage, ja, Carlo, du hast recht, habe ich gesagt. Ich sage, aber guck mal, ich sage, die Kinder sind noch so klein. Ja, sagt er, stimmt. So. Ja, und dann bin ich gegangen, ich habe mich umgedreht und dann habe ich im Bett natürlich gelegen, habe die Augen aufgeschlagen und es war so, als ob ich überhaupt gar nicht geschlafen hatte. Dann habe ich noch wieder gedacht, was hast du für einen komischen Traum gehabt und so. Und Monate später sitze ich bei meinen Eltern am Tisch und die Leiche von meinem Schwager musste ja damals auch von irgendjemandem identifiziert werden und das konnte von uns keiner so gut und deswegen ist mein Vater dahin gefahren und hat ihn praktisch also identifiziert. Und dann fing er an zu erzählen, es war irgend so ein Thema. Und ich sagte, ja, also in der Schweiz, die machen das ja richtig schön, wenn da einer gestorben ist. Die haben da auch schöne Friedhofskapellen, so als Carlo da lag. Und dann beschrieb er ganz genau diese kleine Kapelle, wo mein Schwager dann da aufgebahrt war. Und ich hörte mir das an. Ja, sagt er, aus Bruchstein, sagt er, und solche große runde Holztür und richtig schön. Ich sage, lacht Carlo da ganz alleine? Oder lachte noch jemand? Und da meinte er, nein, nein, sagt er, da lacht noch jemand. Aber das wussten die doch gar nicht, wer das war. Das war ein verunglückter Bergsteiger. Und der lach rechts. Ja, und da war für mich das schon wo klar. Seit wann können Sie sich an das erinnern? Seit meiner frühesten Kindheit. Und wenn ich versucht habe, darüber zu erzählen, dann hat man immer gesagt, ach Kind, du hast eine blühende Fantasie. Und dann war ich natürlich still. Und seit wann ich mich daran erinnern kann, ist einfach, das ist einfach da. Ich habe das, ich weiß das. Ich fühle oder ich sehe mich als einen Lichtpunkt in einem grauen Nebel. Und rechts von mir befindet sich eine Lichtgestalt. Die hat die Silhouette einer Nonne und ist auch größer als ich. Und ja gut, ich habe keinen Mund, ich habe auch keine Ohren, aber ich kann trotzdem sprechen. Und ich unterhalte mich. Und sie sagt zu mir, jetzt zeige ich dir dein künftiges Leben. Und ich war ziemlich aufmüpfig. Ich wollte eigentlich nicht wieder hier runter. Aber ich musste wohl. Dann war das so, ich sah jetzt mein künftiges Leben wie auf einer leicht nach hinten gekippten Leinwand. Und ich sah mich als eine Frau über einen Bürgersteig gehen vor einer großen Firma. Und ich war sehr traurig, als ich daherging. Ich war sehr mutlos und. Und da kann ich mich dran entsinnen und dann an so verschiedene Sachen, die mir jetzt noch im Leben widerfahren sind, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass das überhaupt mal so eintrifft. Das ist alles so passiert. Und zwar ohne mein Zutun ist das wirklich so passiert. Und das sagt mir ja schon, dass das irgendwie mal auch so gewesen sein muss. Und dass ich ja nicht total spinne, ne? Ja, und dann sagt sie noch zu mir, also dieses Lichtwesen sagt noch zu mir, ich hatte mich dann letztlich entschieden und ich habe gesagt, naja gut, wenn das denn so sein muss, dann will ich das wohl auch werden. Und dann sagt dieses Lichtwesen noch zu mir, ja, willst du das wirklich werden? Es wird aber nicht leicht sein.
Und dann hatte ich ganz plötzlich in mir eine starke Liebe zu dieser Person, zu mir jetzt da. Und dann fühlte ich mich da irgendwie so hingezogen. Und dann war ich wohl, ich weiß es nicht, im Körper meiner Mutter oder wie jetzt auch immer. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann die Zeugung war oder ob das dann schon die Geburt war. Das kann ich nicht sagen. Und können Sie sich da an gewisse Gefühlszustände erinnern? Wie hat sich dieser Zustand angefühlt bei diesem Lichtwesen? Ja. Sie meinen, wie sich mein Zustand angefühlt hat oder Ja, der des Lichtwesens? Ihr eigener. Mein Zustand, wie schon gesagt, ich war ein Lichtpunkt. Und ich hatte aber ein klares Bewusstsein und ich habe schon in Deutsch gedacht, in meiner Muttersprache jetzt oder wie jetzt auch immer. Und der Gefühlszustand war, dass ich mir das angesehen habe. Ich war erst mal ganz interessiert daran, ist ja klar. Und dann zeigte sie mir eine Situation aus meinem jetzigen Leben, die auch schon passiert ist, wo ich nie mit gerechnet hätte. Und da sagte sie zu mir, und jetzt zeige ich dir die Person, die dich ermorden will. Aber die wollte mich nicht körperlich, sondern die wollte mich Seelisch. psychisch ermorden. Ja. Und dann hatte ich mich, als ich das Gesicht dann sah von dieser Person, da habe ich mich erschrocken und hatte Angst. Und da habe ich gesagt, oh, habe ich gesagt, dann will ich die jetzt gar nicht kennenlernen. Und dann habe ich aber irgendwie noch weitere, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau, was das war, von meinem jetzigen Leben gesehen. So, und dann wollte ich das dann aber letztlich werden, weil ich, wie schon gesagt, zu dieser Frau, was ich ja heute verkörper, eine starke Liebe empfunden habe. Eine ganz starke Liebe. Dann habe ich mich entschieden gehabt. Und dann sagte das Lichtwesen noch, ja, willst du das wirklich werden? Es wird aber nicht einfach sein. Und dann habe ich aber nichts mehr gesagt und dann war da schon wie so ein Sog und dann war ich schon quasi weg. Und diese Person, die sie irgendwie ermorden wollte. Das war ein Mensch, ja, mit dem war ich dann vor vielen Jahren mal zusammen. Den lernte ich kennen und den hatte ich gesehen und der kam mir unwahrscheinlich bekannt vor. Aber ich kam im ersten Augenblick nicht da drauf. Und da war was, was mich anzog, aber ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem. Ja, das war ganz komisch. Also der hat mich angezogen. Aber ich hatte dann im ersten Augenblick Angst und es war ein Gefühl, als ob mir die Seele sagt, Mensch, pass auf, Vorsicht, das ist doch der Typ. Nur ich kam dann da nicht so schnell drauf. Und ich bin dann mit ihm zusammen gewesen und dann wollte der mich wirklich, also physisch nicht, sondern psychisch wollte der mich total ermorden. Und es Also, hätte auch fast geschafft. wie man Hätte es auch fast sagt, geschafft. fertig machen. Aber richtig fertig machen. War da vielleicht Eifersucht im Spiel oder sowas, oder? Nein, er war mehr psychopathisch veranlagt. Er war mehr so ein bisschen, von meiner Seite her war da keine Eifersucht, aber er war ein Psychopath und furchtbar. Aber Und wie schon gesagt, das ist nun schon ewig her. Und das war auch das Gesicht, was ich dann damals gesehen habe, da im Himmel, wenn ich es mal so sagen soll. Ich war 5 Jahre alt und bin mit meinem Fahrrad gefahren über einen Schotterweg und bin gefallen, böse gefallen und hatte mir die Knien aufgeschlagen und die Ellenbogen aufgeschlagen und ich konnte als Kind kein Blut sehen. So, und das war schlimm. Und dann bin ich schreiend nach Hause und so weiter. Und dann wurde es auch erst sofort verarztet, aber wie schon so gesagt, früher war das noch nicht so mit Tetanusimpfung und so. Und dann wurde es ein bisschen sauber gemacht und dann kam da ein Pflaster drüber und dann war das gut.
So, und ich glaube, nach 3 Tagen oder was lag ich morgens im Bett und da war mir nicht gut. Ich war zu der Zeit bei meiner Tante und dann kam sie ins Schlafzimmer rein und sagte, ja komm, ich mache Frühstück, steh mal auf. Und ich sagte, ich möchte noch liegen bleiben, es geht mir nicht so gut. Dann ging sie wieder raus und dann wurde mir immer komischer und dann habe ich untere Zimmerdecke geschaut. Und dann war das da wie so ein dicker grauer Nebel, also richtig so komisch. Und ich bekam auch irgendwie Angst und habe gedacht, warum wird das jetzt so grau untere Decke? Und dann habe ich gemerkt, dass die Decke ja gar nicht grau war, sondern dass ich praktisch schon schwebte. Und dann bekam ich Panik und habe gedacht, warum schwebst du jetzt unter der Decke hier oben? Und dann kamen dann ganz plötzlich irgendwie komische Fratzen auf mich zu. An 2 Gesichter, die könnte ich heute noch zeichnen, die könnte ich malen, kann ich mich noch ganz genau daran entsinnen. Das eine Gesicht gehörte zu einer Frau mit schwarzen Augen und schwarzen Haaren und die hatte so eine ganz komische Nase. Die war eher so ein bisschen lang und so krumm nach vorne, also ganz komisch. Und die griffen nach mir und ich wollte das nicht. Und da waren so viele Hände. Und das zweite Gesicht gehörte zu einem Mann, der hatte hellblaue Augen und der hatte so. Das ganze Gesicht war so voll Schleim, als ob der am Verwesen war. Widerlich. Und sie ließen mich nicht zufrieden. Sie griffen nach mir und machten komische Stimmen und ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich mich irgendwann ergeben. Und in diesem Augenblick, wo ich mich ergeben hatte, kam wieder von rechts eine große Lichtgestalt wieder, die Silhouette einer Nonne hatte und dahinter eine kleine Lichtgestalt auch mit einer Silhouette einer Nonne. Und ich stand vor denen jetzt wie auf so einer Straße so und guckte die beiden an, aber die sagten nichts. Und ich stand da und ich wusste, ich bin tot. Und habe ich geweint. Und habe gesagt, ich will noch nicht tot sein. Ich bin doch noch so klein. Und meine Tante soll nicht weinen und so weiter. Ich habe sie sehr lieb und ich will nicht, dass sie traurig ist. Und in dem Augenblick, wo ich das gedacht habe, wurde ich wieder wach und lag wieder im Bett und es ging mir gut. Ja. Und dieses Lichtwesen, haben Sie da noch eine besondere Empfindung dazu gehabt? Ja, ich wollte einfach noch nicht bleiben. Und das Lichtwesen hat ja mit mir nicht gesprochen. Die kamen einfach nur ganz schnell aus dem rechten Winkel so, also von rechts kamen die. Und als die kamen, da war ich schon etwas beruhigter, denn da gingen nämlich die Fratzen zurück. Und dann hatte ich auch keine Angst mehr, aber ich wollte einfach nur noch nicht bleiben, weil ich ja zu meiner Tante eine große Liebe hatte und weil ich gerne noch da bleiben wollte und weil sie einfach nicht traurig sein sollte. Und ich meine, dass ich deswegen zurückgeschickt wurde, weil ich ja diese Liebe hatte zu meiner Tante jetzt auch. Also es ist so, ich kann mich ziemlich weit in meine Kindheit zurückerinnern, bis zu meinem ersten Lebensjahr. Also als ich 1 Jahr alt war, oder ich sage mal, als ich vielleicht 1,5 Jahre war, da habe ich noch ziemlich gute Erinnerungen dran. Ich lebte damals mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern und meiner damals noch ledigen Tante zusammen in einer kleinen Bauernkarte. Es war alles sehr klein und sehr beengt und mein Kinderbett stand auch noch im Schlafzimmer meiner Eltern und so weiter. Und dann haben meine Eltern mich mittags zum Schlafen hingelegt, wie das so ist bei kleinen Kindern. Es war ein sonniger Tag und ich sehe das Schlafzimmer noch vor mir. Also wenn man reinkam, dann war an der linken Seite der Kleiderschrank und rechts an der Wand stand mein Kinderbett, dahinter war das Bett meiner Eltern. Und
So, und ich lag dann im Bett und ich sollte dann schlafen. Und wie das so ist, man schläft ja auch noch nicht sofort ein, auch als Baby noch nicht oder als Kleinkind noch nicht. Und dann plötzlich kam aus dem Kleiderschrank oder durch den Kleiderschrank geschwebt eine weiße Gestalt auf mich zu. Das war ein Mädchen, ein junges Mädchen und weiß gekleidet und wunderschön und lockiges Haar und strahlend blaue Augen. Und ich hatte mich erschrocken und ich konnte schon sprechen. Also das ist jetzt ja auch das, was ich ja selber gar nicht so richtig glauben kann, aber das ist so und das wurde mir damals auch bestätigt, dass ich schon ziemlich früh sprechen konnte. Und ich weiß nicht, ob ich gesprochen oder gedacht habe. Ich hatte mich dann natürlich erschrocken, als ich diese Gestalt sah und habe gesagt oder gedacht, wer bist du? Und dann sagte diese Person, das Mädchen, hab keine Angst, ich bin und nannte mir den Namen, aber den habe ich leider vergessen. Und dann habe ich gesagt oder gefragt, was willst du? Ja, ich will mit dir spielen. Und dann weiß ich eigentlich nicht mehr, was dann so war. Und das Mädchen kam, glaube ich, zwei oder dreimal zu mir. Das war dann auch so in Abständen von ein paar Tagen. Das letzte Mal, als sie dann da war, da sagte sie zu mir, du wirst sie lieben und alles für sie tun, aber sie werden dich schlagen. Und ich habe dann angefangen zu weinen und habe gesagt, warum? Und ja, weil du schöner bist und klüger bist als sie. Aber das Schöner betrifft, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt meinen physischen Körper, sondern vielleicht ist das die Seele, die was sie meinte. Und dann sagte sie noch, aber hab keine Angst, ich passe immer auf dich auf. Und dann habe ich geweint. Und dann kamen meine Eltern rein und dann habe ich das auch so gesagt in meinen kindlichen Worten, wie ich mich dann so mitteilen konnte und habe gesagt, das Mädchen kommt jetzt nicht mehr wieder und dies und das und jenes, weil es hatte mir gesagt, ich komme jetzt nicht mehr wieder. Und ja, und das haben die mir auch damals immer bestätigt, also dass das so war. Und ja, und ich denke, das ist mein Schutzengel gewesen, den ich als Kind gesehen habe. Und dann war es so, dass meine Eltern damit, als ich 2 Jahre alt war, da haben die ein Haus gebaut und wir sind dann da auch ausgezogen. Aber vorher, als wir dann da noch wohnten, ja, da war ich mit meiner Großmutter tagsüber ja alleine, weil die anderen mussten ja alle zur Arbeit gehen. Und dann bekam meine Großmutter häufiger Besuch von jemandem, der war blind und der wohnte da auch mit im Ort und der kam manchmal so zu Leuten hin und ja, und der hieß Gustav. Und dann saß ich mal am Tisch und habe da irgendwas gespielt und meine Großmutter war irgendwie am Kochen oder was. Und dann hörte ich hinter mir, also hinter mir, irgendeine leise Stimme. Und diese Stimme sagte zu mir, sag mal zu deiner Oma, gleich kommt Onkel Gustav. Und ich hörte und guckte nach hinten und ich sagte, was? Ja, sag mal, gleich kommt Onkel Gustav. Und dann habe ich gesagt zu ihr, ja, Oma, gleich kommt Onkel Gustav. Und dann meinte sie, nein, der kommt heute nicht, der war ja gestern da. Und dann sagte diese Stimme wieder, du sagst jetzt noch mal, gleich kommt der Onkel Gustav. Und da habe ich gesagt, nein, Oma, der kommt gleich. Ach, was will der denn? Der war doch gestern gerade hier. Und dann meinte die Stimme hinter mir, sag mal, der will dein Ofenrohr reparieren, weil sie hatte irgendwie das, war wohl irgendwie leicht defekt oder was. Und da habe ich ihr das auch gesagt. Ich sage, nein, ist ja, der kommt, der will dein Ofenrohr reparieren. Und dann wurde sie schon etwas, ja, wie soll ich sagen, ungehalten mit mir und so. Und dann dauert es wirklich nicht, keine 5 Minuten, dann schellte es an der Tür und dann war er wirklich da. Und dann sagte sie, ja, was möchtest du denn? Ja, ich habe hier noch irgendwas gefunden, ich wollte dein Ofenrohr reparieren. Das hat sie nachher auch immer wieder erzählt. Und Sie haben auch was geschrieben von einem Wissen,
dass sie ein Wissen in sich haben? Und zwar weiß ich manchmal, zum Glück nicht immer, wenn jemand stirbt. Und das ist nicht schön zu wissen. Und das ist zum Beispiel vor Jahren ist es mir passiert, da treffe ich auf dem Flur einen guten Arbeitskollegen und er sagt, hi, ich sage, hallo, alles gut. Und mit einmal kommt ein Gedanke, den ich immer meine, gar nicht selber zu denken, weil so bekloppt kann ich normalerweise gar nicht sein. Und dann denke ich, schade, dass du bald stirbst. Und im gleichen Augenblick denke ich, was hast du da wieder gedacht? Was hast du da wieder gedacht? Und dann lebt er vielleicht noch ungefähr eine Woche und dann ist er wirklich tot. Und das ist ganz furchtbar. Ja, und das habe ich nicht nur einmal erfahren, das habe ich schon zigmal gehabt. Schon zigmal. Und ich möchte das dann nicht. Und ich habe mir oftmals die Schuld daran selbst gegeben, nur weil ich das gedacht habe, ist er vielleicht gestorben. Aber das ist ja Quatsch. Das sind so Sachen, die, wo ich mich selbst oft schon mal früher so gefragt habe, du bist doch eigentlich nicht normal. Wie kannst du so denken? Wie kann sowas passieren? Wieso meinst du das? Und nachher bekomme ich immer die Beweise, dass es wirklich gestimmt hat. Und das ist schon nicht so leicht.